kurz etwas bemerken, zum einen zur Debatte um die NSA-Affäre und zum anderen die Sozialdemokraten. Zunächst zum Thema NSA. Es gab jetzt kürzlich eine doch etwas absurde neue Facette in dieser Diskussion, nämlich der ehemalige Verfassungsrichter Papier hat wörtlich gesagt, wo die Unmöglichkeit beginnt, endet die Schutzpflicht. Das ist nicht mehr und nicht weniger als eine Kapitulation des Staates bzw. seiner Regierung vor den Geheimdiensten und ist in dieser Art und Weise vollständig inakzeptabel. Das Gegenteil ist der Fall, wenn es Regelwerke, Vereinbarungen gibt, die ja zum großen Teil aus der Zeit des Kalten Krieges rühren, die Bürgerrechte unterwandern und den Schutz vor dem Staat hinten anstellen, dann müssen diese Regelwerke überprüft werden, geändert werden, abgeschafft werden, um den Schutz vor den Geheimdiensten wiederherzustellen. Alles das, was wir wissen mittlerweile über die öffentliche Berichterstattung, über die Kooperation des BND mit der NSA, macht sehr deutlich, dass es absolut unglaubwürdig ist, dass die Bundesregierung von dieser Kooperation nichts wusste, nichts weiß. Und insofern ist auch das Agieren der Bundeskanzlerin unglaubwürdig. Mehr noch, die Regierung Merkel versagt vollständig bei der Aufklärung dieses Skandals. Für uns kann das nur bedeuten, den Druck weiter zu erhöhen. Wir werden das auch tun. Die Forderung bleibt, Edward Snowden in Deutschland Schutz zu gewähren. Und es ist aus unserer Sicht auch absolut notwendig, ihn als wichtigen Zeugen zu befragen. Seine Aussagen wären eine ernsthafte Ermittlung durch die Staatsanwaltschaft wert. Und die letzte Bemerkung dazu, es ist immer wieder mehr als deutlich geworden in den letzten Wochen, dass die Kontrolle der Geheimdienste in keiner Weise funktioniert. Hier bedarf es dringender Veränderungen und Verbesserungen. Die Kontrollgremien laufen den Geheimdiensten hinterher. Und letztlich ist auch deutlich geworden, eine vollständige Kontrolle der Geheimdienste wird nicht möglich sein. Insofern bleibt die Diskussion über die Abschaffung der Geheimdienste aktuell und wird von uns fortgesetzt. Zweite Bemerkung zu den Sozialdemokraten. Der Kanzlerkandidat der SPD hat am Wochenende sein Sommerinterview gegeben. Das Sommerinterview war nicht überraschend, war ziemlich inhaltsleer und ohne jeden Angriff. Damit bleibt allerdings auch deutlich, dass die Bundeskanzlerin, sollte die Situation so bleiben, gute Chancen hat, nach dem 22. September weiter zu regieren. Ich will auf einen Punkt eingehen, ganz speziell, den Steinbrück am Wochenende ebenfalls erklärt hat gegenüber einer Hauptstadtzeitung, nämlich er hat sinngemäß erklärt, dass die mangelnde Leidenschaft von Angela Merkel in der Europafrage mit ihrer Sozialisation im Osten Deutschlands zusammenhängen würde. Ich kann mich nicht erinnern, wenn wir das letzte Mal eine solch pauschale Diffamierung der Ostdeutschen schon gar nicht von einem bundesdeutschen Spitzenpolitiker erlebt haben. Ich erwarte, dass er sich dafür entschuldigt und diese Äußerung zurücknimmt. Er sollte daran erinnert werden, dass die Tatsache, dass vor knapp 24 Jahren überall im Osten, nicht nur in der ehemaligen DDR, Bürgerinnen und Bürger auf die Straße gegangen sind, es möglich gemacht hat, dass die EU mittlerweile weit über die Elbe hinaus in den Osten Realität geworden ist. Ich bin mir sicher, dass Herr Steinmeier und die Sozialdemokraten am 22. September auch dafür im Osten die Quittung bekommen werden. Ich will in diesem Zusammenhang noch eine letzte Bemerkung machen zu den Debatten, die es am Wochenende gab, unter dem Stichwort Koalitionsangebot der Linken gegenüber Rot-Grün, vielleicht zu dem aktuellen Bild vor der Parteizentrale. Offensichtlich hat der ein oder andere Sozialdemokrat erkannt, dass soziale Forderungen erst glaubwürdig werden, wenn man sich in die Nähe der Linken begibt und nicht für die eigene Parteizentrale. Zu dem Thema Koalitionsangebote. Wir machen Wählerinnen und Wähler Angebote, keinen anderen Parteien in diesem Wahlkampf. Dabei bleibt es. Wir haben Kernforderungen, für die werben wir um Zustimmung, um die Frage, welche Mehrheiten sich ergeben, und wird am 23. September und danach zu bereden sein. Allerdings machen wir auch eines sehr deutlich, und das ist keine Neuigkeit, wir wollen einen Politikwechsel mit dieser Bundestagswahl erreichen.
Dafür ist es notwendig, dass die Linke so stark wie möglich wird. Und wir weisen in diesem Zusammenhang auf einen schweren strategischen Fehler der SPD hin. Sie geht nämlich davon aus, dass sie mit den Grünen gemeinsam eine Mehrheit hat nach dem 22. September. Das halte ich für ausgeschlossen. Und gleichzeitig schließt sie eine Koalition mit der Linken aus, aber nicht mit der CDU und auch nicht mit der FDP. Das macht deutlich, nur eine Stimme für die Linke ist eine Stimme gegen Angela Merkel und gegen die Union. Und eine Stimme, die mit Sicherheit für einen Politikwechsel auch nach dem 22. September gelten wird. Herzlichen Dank. Erste Frage, auf Hypothesen zu antworten, ist immer ein bisschen schwierig. Zunächst, und deswegen ist es ja zwingend erforderlich, dass wir Klarheit bekommen über die Tatsache, was es denn nun an Datenaustausch gegeben hat. Ich bin im Moment auf der Position, erstmal nichts zu glauben, was mir der BND oder die Bundesregierung einfach so erklärt. Das ist mittlerweile fast vollständig immer ein paar Tage oder Wochen später widerlegt worden. Und dieser Datenaustausch muss auf dem Tisch, auf die Rechtsgrundlage dafür, Rechtsgrundlage in Anführungszeichen. Und ich habe auf die Vereinbarungen hingewiesen, die es ja offensichtlich gibt, die zum Teil Jahrzehnte alt sind und die in der Tat auf den Prüfstand gehören und notfalls auch gekündigt gehören. Und wenn wir darüber Klarheit haben, dann können wir nochmal im Detail darüber reden, was mich versöhnt oder nicht versöhnt. Im Moment versöhnt mich herzlich wenig. Das Argument, man bräuchte Geheimdienste, um andere Geheimdienste zu bekämpfen, auch das überzeugt mich nur nicht. Die Praxis der Geheimdienste, das betrifft ja nicht nur den Auslandsgeheimdienst, sondern auch den Verfassungsschutz. Das, was wir in den letzten Jahren dazu erfahren haben, ich will über das Thema NSU jetzt hier gar nicht lang und breit reden. Die Einschätzung über das Doping in der DDR wird dadurch nicht besser oder milder. Es macht nur deutlich, dass es offensichtlich kein ostdeutsches Phänomen ist, eine solche gezielte und strategische Dopingarbeit. Es ist absolut notwendig, dass das, was im Westen, in der alten Bundesrepublik an Doping in dieser Form stattgefunden hat, offengelegt wird und es auch keine Unterschiede mehr geben soll in der Bewertung zwischen Ost und West. Das hat sich ganz offensichtlich durch diese Studie geändert.